Ja, da haben wir gerade Platz für Wolle, rote Wolle. So langsam muss ich auch mal aufbrauchen. Wieso habe ich einen Redstone-Verstärker dabei? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall einen dabei. Da weiß ich noch nicht, was ich für ein Dach mache. Türen. Haben wir Türen? Ja, haben wir sogar noch. Das ist doch schon mal schön. Da hätte ich gerne ein paar andere Türen. Ich schaue mal, ob ich das Holz noch habe. Nein. Was würden da für Türen rauskommen? Nein. Erde? Nein. Ich doch abgelegt. Ich habe gedacht, die hier, das sind nur die Schwarzeichen-Holzstufen. Ich dachte, hier hätte noch ein paar Schwarzeichenblöcke dabei. Aber die habe ich wohl doch abgelegt. Da sind sie. Ich glaube, das ist die Tür, die ich haben will. Ja. Oh, habe ich mir gerade hergestellt. Dann einmal so bitte. 12 Türen. Alter, brauche ich doch gar nicht mal ansatzweise. Egal. Die zwei Türen kommen hier hin. Die kommen dahin. Und die kommt dahin. Damit haben wir hier Türen. Ich glaube, hier oder hier kommt dann auch irgendwo ein Ausgang hin. So, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Türen dazu bekommen. Ich glaube, es werden noch ein paar Türen mehr dann da drin werden, aber gut. Ich komme erstmal da wieder rein. So. Das Dach kriege ich noch nicht hin. Aber stört jetzt auch noch gar nicht, dass ich das Dach gar nicht hinkriege. Weil mir wirklich die Wolle fehlt. Außerdem muss ich noch einen Plan haben, was ich oben mache. Oh, ich sehe gerade, Stunde Aufnahme ist eigentlich rum. Ich habe eigentlich schon genau die Zeit aufgenommen, die ich eigentlich wollte. Nein. Was ist rausgekommen? Nein. Da sind noch zwei da drin, Alter, das gibt's ja gar nicht. Ja. Ach, ich habe das so gelöst. Schon, da war ja was. Das habe ich ja anders so gelöst. Vielleicht wirkt es deswegen so komisch. Weil hier habe ich es mal anders gelöst. Mit dem Balken raus und oben drauf. Das ist mal eine ganz andere Lösung. Ich glaube, was anderes würde ich mal sagen. Ne? Also unten Glas kann ich schon mal einsetzen. Und das ist soweit in Ordnung. Das weiß ich schon, dass es unten soweit in Ordnung ist. Oben die Etage weiß ich noch nicht, aber das kommt dann auch noch. So. Genau. Ach, jetzt weiß ich noch, was ich machen wollte. Genau. Guck mal, ob ich den Stein habe. Wenn nicht, muss ich ihn erst herstellen. Ja, ich habe den Stein sogar. Aber wir nehmen die trotzdem mit. Und kommt jetzt kommt die Besonderheit. Und zwar
Halt. So. Halt. Das war der falsche. Nee. Falsch rum. So. Ich glaube, ich brauche noch ein paar davon. Und jetzt geht's weiter. Muss ich mal gucken. Ja, war klar. So. Da spielt es eigentlich keine Rolle, was da drin ist, weil da könnte ich auch Erde reinmachen. Und zwar geht das. Ah. Wir machen hier zack, 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 zack. Nee, das geht so nicht. Da. Zack, zack. Zack. Dann brauche ich den Stein. So. Zack, nee. Zack. Überlegen, gehe ich durch oder gehe ich nicht durch? Ich könnte, ja, doch, ich mach's. Und zwar geht das hier weg. Das heißt, man weiß also sogar schon, wo die Küche da drüber hinkommt. Also ich weiß sogar schon so gesehen, wo die Küche hier drüber hinkommt. So. Ja. Geht dann hier senkrecht hoch. Klar, mit dem Balken ist wohl eine Sache. Könnte man hier auf links und rechts noch abfangen. Aber hier hat man jetzt so gesehen seitlich einen Kamin. Zack. Von den Öfen her alle. Ja, das geht doch, das geht. Zwei Wolle habe ich jetzt. Dann weiß man auf jeden Fall, dass hier oben. Ist hier zugemacht? Keine Ahnung. Weiß man, dass er jetzt auf jeden Fall hier oben eine Küche entsteht. Hier kommen auch zwei Öfen hin. Na, ich kann eine Küche machen, eine größere mit Essecke. Aber das weiß man jetzt auf jeden Fall schon mal. Ohne, Entschuldigung, muss ich gerade aufstoßen. Ohne jetzt weiteres zu planen, kann man hier oben schon mal die Küche hinstellen. Und dann passt das. Gut, das habe ich soweit vorgeplant. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Materialbeschaffung machen und dann mache ich auch eine Aufnahmepause. Ja, man sollte auch die Tür treffen. Ja, dann war es das eigentlich wieder für heute. Dann gleich, nachdem ich die Aufnahme jetzt, nachdem ich jetzt noch ein bisschen Material beschaffen habe. Da, ja, das wird schon. So, aua. So. Egal, ich bräuchte eigentlich weiße Wolle, aber wenn ich schon mal dabei bin.
Dann nehmen wir gleich mal alles mit. Ne, sämtliche Farben nehmen wir diesmal mit. Das ist, glaube ich, dann sinnvoll. So, jetzt holen wir noch, aber weiß ist ja das, was wir am meisten brauchen. Also holen wir uns jetzt erstmal die weiße Wolle, dass die auch immer nachwachsen kann. Ja. So. Da ist noch ein Schaf. Perfekt. Jetzt gehen wir den roten nochmal rein. Dann gehen wir den braunen nochmal rein. Oh, hier ist mal eins. Die Wolle haben wir schon. Orange. Da drüben noch ein paar. Oh. Dann die blauen haben wir heute noch nicht geholt. Das müssen wir auch noch. Und so viel Blau brauchen wir eigentlich gar nicht an Wolle. Na, gehst du zu. Oh, meine Kakteenfarm ist ja auch hier schon gut aktiv. Ach nee. Kühe brauche ich nicht schneiden, beschneiden. Jetzt gehen wir nochmal den weißen vorbei, danach gehen wir nochmal den gelben vorbei. So. Und wieder zu. Da hinten ist noch ein weißes Schaf. Jetzt machen wir den gelben gleich vorbei und dann haben wir alles. So. Nein, Schaf, ihr kommt hier nicht raus. Das ist mein Tor. Das darf nur ich benutzen. So, nochmal an den Weißen vorbei und dann sollten wir eigentlich einiges haben, auch nur noch bei den Weißen. Die rote Wolle, das brauche ich eigentlich alles für das Schiff, was im Hafen steht. Ich weiß noch nicht, ob ich es unter vollen Segeln setze oder ob ich es einfach nur ohne Segel hinsetze. Sprich, also mit. Nein. Gut. Damit haben wir die. Jetzt sortieren wir die noch ein und dann mache ich eine Aufnahmepause. Ja, das war doch eine erfolgreiche Aufnahme bis jetzt. Also, Städtchen wächst wieder. Ein Gebäude. Ne, wir bekommen immer mehr Gebäude hier rein. Also, die Bäckerei haben wir. Eine Einkaufszeile haben wir hier. Bäckerei fehlt halt noch. Fehlt jetzt noch. Wird halt ein größeres Gebäude. Hotel haben wir, eine Gaststätte. Schmied haben wir. Ich muss mal gucken, was wir noch so brauchen. Aber wird bestimmt dann alles so nach und nach kommen. So. Orange Wolle. Braune Wolle. Gelbe Wolle. Weiße Wolle. Blaue Wolle. Gut. Ziegel können wir erstmal hier unten wieder reinlegen. Zurzeit habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Das kommt da rein, das kommt da rein. Oh, kommt der Cobblestone rein. Hier kommt das Glas rein. Mit Erde kann ich gerade zuschmeißen. Die machen wir trotzdem mal hier rein. Schwarzeich machen wir da auch rein. Kohle behalten wir erstmal bei uns. Die müssen wir wieder Holzfällen gehen, sehe ich gerade. Ah, da haben wir einmal Kuppel dabei. Was mir gerade einfällt. So. 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
Eimer haben wir dabei. Gut. Eine Leine. Haben wir auch dabei. Na gut. Das wird auf jeden Fall unser zweites Gebäude. Kann das sein, dass ich noch irgendwo einen Balkon hier drauf mache? Mal schauen. Vielleicht nehmen wir es hier oben auch weg und machen den Balkon hin. Ich weiß es noch nicht, das werde ich dann sehen. Wie kommen wir hier eigentlich auf die zweite Ebene? Gar nicht. Ach, jetzt weiß ich, wieso es nicht klappt. Da ist niemand mehr drin. Ich dachte, hier oben wurden Dorfbewohner eingesperrt. Wie kamen die denn hier raus? Oder wurden die irgendwann mal vernichtet? Wir kommen doch hier gar nicht raus. Kein Wunder, dass hier nicht weiter angenommen wurde. Okay. Weiß ich Bescheid. Das ist der Grund. Na gut. Wenn jetzt hier mehr Türen hinkommen, dann hoffe ich auch mal, dass das Gebäude hier eher angenommen wird. Und dann auch. Notfalls besorge ich ein paar Eier und dann geht das hier los. Wieso da oben keine mehr drin sind, verstehe ich nicht. Na gut. Ja, ein so ein Gebäudekomplex will ich nochmal bauen. Ungefähr hier irgendwo. Aber nicht so ausgebaut wie den hier. Sondern mit Türen innen drin. Oh, hier ist ein Schwein. Ein Hausschwein. Ein Hausschwein. Oder durch? Ah. Na gut, hier ist auf jeden Fall Leben in der Bude. Gut. So, das war's, würde ich jetzt sagen, mit der Aufnahme. Genau, ja. Ich würde sagen, das war's mit der Aufnahme. Ich hoffe, euch hat's gefallen hier auf meinem Channel. So, was machen wir? Das haben wir gemacht. Wir haben heute ein bisschen Bäckerei gebaut in den letzten paar Folgen. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns hoffentlich auch in der nächsten Folge oder nächsten Aufnahme wieder hier auf meinem Channel Simpsons RP, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage Tschüss.